Ja, das Militär hat den Platz jetzt geräumt und jetzt sieht es relativ sicher aus. Jetzt werden auch die Seitenstraßen blockiert, dass also wirklich keine Protester hier mehr auf den Platz Sachte nur kommen können. Also der Platz, der 2018 hier noch als ja, die Partymeile für die friedliche Revolution galt, ist jetzt zum Schlachtfeld geworden. Jetzt ist der Platz eben halt komplett abgeriegelt. Die Protester haben sich zurückgezogen in die Seitenstraßen. Die Tränengaspatronen, die vom Militär zu den Protestern geschickt werden, sage ich mal, kommen von den Protestern wieder zurück. Deswegen beißt es auch in der Nase und brennt in den Augen. Aber ich versuche eben halt hier wirklich für euch Bilder einzufangen, die die Realität hier vor Ort zeigen. Jetzt mal einmal ein bisschen mehr an den Rand und werde mich ein bisschen zurückziehen, weil mein Kopf dröhnt von dem Stein. Ja, also ich werde mich vielleicht eventuell noch mal melden. Bis dann, euer Marco hier aus Tripoli. Bye, ciao.